Jill! Hey, sag doch was. Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Spocker. Das wird schon. So, Freunde, da sind wir wieder. Jill wurde angegriffen von Nemesis. Carlos hat sie irgendwie 28 Tage später gerettet. Wir sind im Krankenhaus. Jetzt werden wir mal versuchen, irgendwie wahrscheinlich ein Heilmittel für sie zu finden. Schauen wir mal. Oh, schön. Können wir mal mit Jill sprechen? Nö. Die wartet einfach nur auf die Heilung. Tyrell, wo ist Barth jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Ja. Also, wenn ich mir schon wieder die Karte hier angucke, dann wird das schon wieder ziemlich groß. Ich guck mal kurz, provisorisches Krankenzimmer. Da haben wir erstmal nichts. Nichts, sag ich. So, okay. Kette. Oh je, es leuchtet rot. Es ist nicht gut. So, ansonsten wäre noch der Health Day am 24. November. Na, zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr. Kommt auch ihr vorbei. Lasst euch aufs Herz checken. Fuck. Hier gab es anscheinend schon wieder eine kleine Bluttransfusion. So, den werden wir erstmal schön durch den Farm eine reinpflücken. Ich habe keine Zeit dafür! Ja, ich weiß, ich weiß. Aber. Oh, shit. Ja. Dieser kriegt da schon Kopfschuss, steht dann aber immer noch auf. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Was ist mit dir los? Mann. Gibt's hier ansonsten noch irgendwas? Ich gehe mal davon aus, dass man jetzt im Krankenhaus nicht unbedingt Schießpulver findet oder irgendwas. Oder Munition. Ich denke mal, hier werden wir überwiegend Heilprodukte finden. So. Da sind wir wieder. Soundtrack auch wieder großartig. Ah, und ich habe keinen Dietrich. Schade. Jill hat den. Ob es den vielleicht gibt? Ob es den gibt? Ob es den uns vielleicht gibt? Das wäre toll. Ich glaube nicht dran. So, da draußen ist anscheinend der Koffer mit dem Heilmittel oder irgendetwas. Oder einfach nur ein Koffer, wer weiß. Aber so wie es angezeigt wird, ist wahrscheinlich schon etwas wichtiger. Oh Gott. Ein Wackelkopf. Dr. Nathaniel Barth.
Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Kassettenrekord. Okay. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in die Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ja. Nö. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Der Soundtrack ist echt mega. Oh, scheiße. Das ist ganz schön von mir. Ich hoffe, du bleibst da jetzt erstmal drin, Kumpel. Oh, wie? Wer ist das denn wo? Oh! So, Schlüsselkarte haben wir nicht. Ohne Wehrmunition. Aber Herr Chefarzt, Sie werden doch im OP3 verlangt. Hm, Teddy. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Also diese Teddys hier, die kenne ich aus Resident Evil 7. Exakt die gleichen Mistviecher. So, okay. Es gibt Schönes zu essen. Oder warte ich doch lieber auf den nächsten Tag. Nichts. Nichts. Ja. Oh. Gut, da kommen wir also auch nicht rein. Das wird elektronisch gesichert sein durch irgendetwas. Wir schauen mal hier kurz. Können wir nicht durch. Hier sind wir auch nicht durchgekommen. Hier hatten wir ein Attention-Zeichen hier. Ja, vielleicht müssen wir da noch mal hin. Oh, so. Kumpel, machen wir sowas. Verdammt dichte Story jetzt hier. Also verdammt dichte Atmosphäre jetzt hier. Ja. Mann, Alter. Wir müssen ja wohl gewütet haben, ey. Scheiße. Ja, kein Wunder. Es war Hackbraten Mittwoch irgendwie, da rasten die Leute in Krankenhäusern immer aus. Das ist überall so. Wackelboy. Er erhebt sich. Steckt auch ein. Steckt aber auch ein. Yeah.
Ja, also entweder bin ich halt nur einfach total Nubi irgendwie, was das Messer angeht irgendwie, aber ich bin der Meinung, man muss relativ häufig mit dem Messer zuhacken, was ja auch normal ist irgendwie, aber so häufig, also ich, das macht's Benutzen gar keinen Spaß mehr. Oder überhaupt keinen Sinn. Irgendwie genauso, wenn sie dich halt grabbeln, bin ich auch der Meinung irgendwie, dass selbst durch schnelles Drücken der linken Maustaste nicht wirklich jetzt irgendwie ein Effekt da ist. Also du wirst auf jeden Fall gebissen. Oder? Also vielleicht, ne? Steht mir einfach nur zu blöd an. Das finde ich übrigens total cool, ne? Irgendwie das kenne ich auch aus manchen Krankenhäusern, dass du halt wirklich im Atrium halt so einen wunderschönen Baum zu stehen hast. Ja, klar, halt natürlich halt für die Leute, die jetzt eventuell nicht so mobil sind, halt nicht die Station vielleicht verlassen dürfen. Damit die ja halt trotzdem so ein bisschen grün sehen, das ist schon echt schön. Hallo! Ach du Scheiße. Nö, 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 nö. Guck erstmal hier kurz. Oh. It's the sound of the safe room. Okay, Pistolenmunition. Pflegertagebuch, 27. September. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, musitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptika ausprobiert, immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen.